So, herzlich willkommen zu einer, ja, kleinen Folge Raspberry Pi. Folgendes. Warum ist die Kamera? Warum sieht man meine Anlage? Nani? Ist die Kamera verschwunden? Ist mein Bildschirm verschwunden? Ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Ich habe was vor. Und zwar habe ich einen alten Raspberry Pi 3. Ich habe ja diverse Raspberry Pis. Ich habe. Wait Da hinten. Mal kurz, muss jetzt wohl. Mal umschalten hier. Da hinten sieht man es vielleicht auf der Fensterbank. Zwei Raspberry Pis liegen. Gut, die sieht man nicht wirklich. Dann habe ich hier ein Raspberry Pi. Dann habe ich hier noch meinen Vierer, den wir auch in der letzten Folge schon gesehen haben. Der gute in dem Gehäuse. Na? Der, mit dem wir auch jetzt die letzte Folge damit mein Test rumgespielt haben, der Pi 4. Die beinahe Fensterbank ist einmal ein Zweier und ein Einser. Jeweils das Modell B Plus. Und wie gesagt, das hier ist ein Dreier. Auch ein 3B. Ich habe eigentlich nur B-Modelle. Und mit dem werden wir uns heute beschäftigen, weil man hat es vielleicht schon gesehen bei dem, da ist eine Powerbank mit dran. Oh, hier sieht man vielleicht ein bisschen besser. Ein bisschen hell, gell? Da, der Raspberry Pi 3. Und zu dem Vierer, also zu dem hier, das Gehäuse ist eigentlich kein so Gehäuse, wie man das hier sieht, sondern dieses Kühlergrill hier aus Plaste. Das war quasi nur dazu geschenkt. Eigentlich kommt da nämlich ein Display rein. Und das Display verwende ich aber nicht, damit ich die HDMI-Ausgänge nutzen kann. Dementsprechend ist das Display frei. Und es liegt hier. Ja, klassisches LCD-Display. Der weiß ja gleich, aber ich ganz schön. Die Kamera ist ganz schön hell. Warum macht die es denn so hell? Warte mal ganz kurz. Ich mache mal hier ganz kurz hier. So, User Control. Ah, ne, erstmal öffnen. Das ist die 3. Dann machen wir die mal ein bisschen dunkler. Jawohl. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Das sieht doch schon ungefähr 3000 mal besser aus. Sehr gut. So. Genau, also das da ist die LCD-Display, das ist der Raspberry Pi 3, das ist der Raspberry Pi 4 mit dem Gehäuse, wo das Display normalerweise reinkommt, wo ich das Display aber nicht nutze. Und dementsprechend dachte ich mir, ich habe hier noch eine alte Powerbank zu liegen. Das ist eine 1000, nee, eine 10.000 mAh Bank. Müsste hier, sollte da auch, oder jetzt da so, da. Wo ist da um? 10.000 mAh, 3,7 Volt. Und die liegt halt bei mir nur noch rum. Und da dachte ich mir, ich schnüre mal hier mit ein bisschen Garn, mit ein bisschen Nähgarn. Nicht Neger, sondern Nähgarn. Den Raspberry Pi mal fest. Und habe aber hier noch die Steckerleiste exposed, sodass ich da dieses wunderschöne Display einfach raufstecken kann. Ungefähr so hier.
Und das quasi so als, ja, wenn man will, Handy nutzen kann, also als mobiles Endgerät. Ich habe da jetzt mal hier so eine eine MicroSD-Karte vorbereitet. Da habe ich einfach nur Raspberry Pi OS drauf geklatscht. Ansonsten ist da mehr noch nicht drauf. Für die, die keine Ahnung haben, wie man so ein Image raufklatscht, das geht relativ einfach. Man muss sich einfach nur mittels Apt diesen RPI-Imager installieren. So sieht das Ganze aus, diesen RPI-Imager. Wenn man die denn installiert hat, kann man ihn dann einfach aufrufen, entweder so oder halt über das klassische Menü. Ah, Raspberry Pi Imager. Und mit dem kann man dann halt quasi sein System auswählen, in dem Fall Raspberry Pi OS, die SD-Karte auswählen und das auf die SD-Karte flashen. Habe ich halt schon gemacht. Und wir werden jetzt mal die Karte inserten in die dafür vorgesehenen Slot. Ah, kennt man ja, für den Raspberry Pi schon mal hatte, da dieser Micro-SD-Karten-Slot. Ich glaube, das muss ich niemandem mehr erklären, wie das funktioniert. So, schieben wir es da rein. Jetzt braucht das Ding einmal Maus und Tastatur. Dafür haben wir hier meinen schönen Dongle. Da. Stell scharf, genau. Mit meiner Funk-Maus und Tastatur. Der kommt hier so rein. Ja, der Raspberry Pi 3, der hat noch keinen USB 3.0. Schade. Achso, mit dem Adapter habe ich übrigens die MicroSD-Karte geflasht. Brauche ich jetzt nicht mehr. Der kann weg. Und das Ding hier brauchen wir gleich damit, weil noch funktioniert das Display nicht. Das heißt, der Raspberry Pi verhält sich erstmal wie ein klassischer Raspberry Pi, weil ich ja da erstmal nur das nackte Raspbian draufgepackt habe. Dementsprechend gibt der Raspberry Pi sein Bild erstmal nur über das HDMI aus. Also müssen wir doch erstmal irgendwie einen Bildschirm anschließen, was ich natürlich nicht mache, sondern ich schließe da meine Capture Card an, damit wir das Ganze über OBS betrachten können. So, machen wir mal hier so ein bisschen so Steckerparty. Falsch rum, so. Ja. Achso, jetzt hätte ich gleich drauf bleiben können. So. Und. Ja. Du kommst nach. Da. Okay. Ja, ich muss immer darauf achten, dass wenn ich die HDMI-Karte einstecke, dass er dann auch das Mikrofon umstellt. Das heißt, ich muss hier immer wieder die richtige Soundquelle auswählen fürs Mikrofon. So. Okay. Jetzt haben wir wieder Ton. Sehr schön. Wo war ich? Ich war da. So, jetzt haben wir das HDMI-Kabel da connected. Ach so, ich bin ja blöd. Jetzt habe ich hier das HDMI-Kabel mit dem Mikro-HDMI genommen. Was wir jetzt in dem Fall gar nicht brauchen, da das ja Raspberry Pi 3 ist, der diesen klassischen HDMI-Stecker hat. Das heißt, wir brauchen auch ein normales HDMI-Kabel und kein spezielles. Oh. Holen wir mal ganz schnell eins. So,
ein gutes altes HDMI auf HDMI-Kabel. Nichts Besonderes. It's classic. Machen wir mit dir. Das andere Ende kommt in den Raspberry Pi. So ungefähr. Und jetzt kann der Raspberry Pi eigentlich schon eingeschaltet werden. Ich gehe mal vorher trotzdem hier auf die Übersicht. So. So. Und gib dem gut mal Power. Dazu hat die Powerbank hier dieses kleine weiße Kabel. Ne, normalerweise hat die Powerbank halt hier diese beiden USB-Schnittstellen, wo man halt Handys mitladen kann oder weiß der Geier was machen kann. Die Powerbank hat aber auch noch so ein kleines Kabel, so mit Micro-USB. Und darüber kann ich den Raspberry Pi halt direkt anschließen, weil der hat ja auch Micro-USB. Von daher, wenn ich jetzt hier reinstecke, gegenhalten und pop, geht an. Ja, und das ist PlayStation jetzt einfach nur weiß und mehr macht es nicht. Wie man oben rechts sieht, das Rest geht über HDMI. So, schauen wir mal. Ich gehe mal kurz hier auf die 5. Ach ja. Die Standardsachen, die er macht, wenn man es noch nicht, wenn man da noch weiter nichts gemacht hat. Erstmal Dateisystem resizen und jetzt dann schön starten. Ich mache mal ganz kurz hier. So, mit der Kamera. Hier. Ah, ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wenn dich gerade wundert, ich habe dir gerade meine Kamera. So. Perfekt. So, 18, 20, -1040, 87 sind 240, also fast korrekt, muss ich noch so und so machen. So, jetzt habe ich eine 4:3 Kamera, sehr schön. So, ist der Raspberry Pi jetzt mal hochfahren hier oder was? Also die kleine Lämpchen, das kleine grüne Lämpchen hier, das blinkt so schön vor sich hin. Es wird jetzt dauerhaft. Können wir nur hoffen. Ah, da ist er ja schon. Der Screen. So, So, dann nehme ich mal kurz meine Funkmaus und schon haben wir Zugriff auf den Raspberry Pi. Okay, ja, willkommen. Was sind wir denn? Wir sind Germanen, wir sprechen German und wir sind in was auch immer. Weiter. Next. So. Gott, braucht der lange die ganzen Sachen zu machen da. So, Passwort, das sagen wir 4x die 0. Ups, falsche Tastatur. Ich brauche meine Funktastatur. Ha! Das habe ich hier bei OBS irgendwelche random Zahlen eingegeben. Ich hoffe mal, das macht bei OBS nichts. Sieht nicht so aus, wie als wenn OBS tot wäre. Sieht sehr gut aus. So, da jetzt. 4x die 0. Das beste Passwort der Welt, das verrät nie jemand. Wir können auch super geheim sein.
Das Passwort erregt nie jemand. Ohne Scheiß, niemals. Darauf würde ich sogar wirklich fast wetten. Auf so ein Passwort kommt keiner. Oder? Wer würde einfach durch Ausprobieren so ein Passwort eingeben? Also, ich definitiv nicht. Also, sicher genug. Wobei, ich könnte Dinge eigentlich auch gleich richtig einrichten. Nee, doch, doch. Ich gebe ein richtiges Passwort ein. Sicher, sicher. Also, ein einigermaßen gutes. Muss jetzt nicht zu sicher sein. So, dieser Bildschirm zeigt schwarze Ränder um den Desktop, was bei uns definitiv der Fall ist. Das heißt, wir machen da mal Häkchen rein, machen Next. WLAN machen wir jetzt erstmal noch nicht, sonst macht jetzt erstmal denn die ganzen Updates und Sprachpakete installieren und es dauert mir alles definitiv zu lange. Das überspringen wir jetzt also mal getrost, kann ich später immer noch machen. Jetzt geht es erstmal nur um die Funktion. So, haben wir wieder unsere wunderschöne Farbpracht. Finde ich sehr schön. Ne? Der Raspberry Pi 4, da sieht man ja schon richtig so ein BIOS, ein Bootloader. Der hat aber unten immer noch Platz, oder? Da ist immer noch ein Rand. Oh, nee, doch nicht. Ah, nee, okay, perfekt. Sehr schön. Wir haben Vollbild. So, das allererste, was wir machen, Taskleisten, Settings, machen wir mal Quatsch. Leisteneinstellungen. Das Ganze machen wir mal unten. Ich mag diesen GNOME-Style nicht. Ne? GNOME hat ja früher eingeführt, dass die Taskleiste immer oben ist, was ich nie wirklich verstanden habe. Ich finde es unten viel schöner. So, jetzt kommt das Eigentliche. Das heißt, jetzt brauchen wir WLAN. Wir schalten mal ganz kurz, nein, nicht ausschalten. Turn on. Und no AP found. Scanning. Ja, dann scannen mal. Der braucht aber lange. Aha, da hat das. Wir haben das hier. So, let's go. So, haben wir WLAN? Ja, gleich. Und da haben wir WLAN. Sehr schön. Jetzt gibt es für die meisten LCD-Displays, also wirklich jetzt nicht alle, aber so diese ganzen gängigen LCD-Displays, die es so für diesen Raspberry Pi gibt's auch immer, also die funktionieren mit einem Tool, ihre Uhr geht nach. Ja, leg's mal am Arsch. Gibt's ein Tool, das heißt LCD-Show. Und das ist quasi eine Art Treiber für diese LCD-Displays. Machen wir jetzt mal ganz kurz. LCD. Schau, mal gucken, ob er das zulässt. Oder ob wir jetzt ein SSL-Zertifikatsproblem bekommen, weil die Uhr nachgeht. Wobei, nee, die Uhr hat jetzt gerade umgestellt. Jetzt geht die Uhr richtig. So, warum immer DuckDuckGo? Na, ist auch egal. Hauptsache ist das Richtige. Das war es, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr genau. Raspberry Pi GitHub. Oh. War es gut? Könnte es sogar sein, dass es das hier war? Gut TFT. Sieht so aus, ne? Ja, das sieht richtig aus. Genau. So, das Ding müssen wir einmal klonen. Also runterladen. Das geht am besten, geht das
indem man einfach sagt Download Zip. Ja. Dann wird die aktuelle Version gedownloadet. Wird sogar noch aktiv weiterentwickelt. Letzte Änderung ist vom letzten Monat. Nice. Oh ne, hier mal, 5 Tage. Können wir mal gucken hier, was die letzten Änderungen waren. Commits. Temptware? Okay. Temperatursensor für den HDMI-Ausgang. Okay. Ja. Gut. So, jetzt haben wir schon mal dieses LCD-Show. Internet brauchen wir jetzt nicht mehr. Geh weg. Jetzt brauchen wir unseren Download-Ordner. Da ist LCD-Show drin. Machen wir einmal hier entpacken. Jetzt haben wir LCD-Show Master. Ich packe das bei mir immer gerne direkt ins Home-Verzeichnis, weil es ja etwas ist, was man doch etwas länger behält. So, hier so rein. Hast du jetzt gemacht oder wird? Jetzt weiter. Okay. So. Jetzt Werkzeug, Terminal öffnen. Bitte nicht hier irgendwie Dateien machen. So, Dankeschön. So. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt musst du wissen, was für ein LCD-Display du hast. Es geht eigentlich nur um die, um den, um das. Diese Diagonale halt. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich ein 3,5 oder 3,2 Zoll LCD habe. Können wir mal ganz kurz drauf gucken. Dazu tue ich mal das hier machen. Und nehme mal das LCD-Display ab, was eine relativ dumme Idee ist. Wenn das Ding unter Spannung steht, kriege ich direkt einen Stromschlag. Wir fahren mal den Rechner nochmal runter. Warte mal ganz kurz. Ja. Du gehst mal weg. Du gehst mal weg. Achso, ist ja. So. Dann einmal abmelden. Runterfahren. So, mal gucken, wann er aus ist. Ja, jetzt wie sieht man da? Wie sieht es aus? Scheint so. Jetzt ziehen wir einfach mal kurz den Stecker hier raus. Pop. Nehmen wir kurz das Display ab. So, und gucken wir hier hinten drauf. Und da steht drauf, es ist das 3,5 Zoll Display. Ja, das ist die Angabe, die wir brauchen. Können wir das Display wieder aufstecken. Schön Steckerleiste auf Steckerleiste. Auf der Seite hier, also auf der Seite muss es bündig sein. Hier müssen die ganzen Kontakte rausgucken und auf der Seite muss es bündig sein. Ausnahme ist, wenn man einen Raspberry Pi 1 hat, dann ist die Steckerleiste genauso breit wie der Stecker. Dann passt das genau auf. So, jetzt geben wir dem Ding wieder Strom. Geht auch an. Können wir sie wieder wechseln hier. Hops, da wops. Hat er gerade echt einen Blitz angezeigt? Hat er zu wenig Strom hier? Das ist ja grauenhaft. Das ist ja Betruschka. So. Das startet er auch wieder hoch. Sie haben, ich mache mal kurz meine Kamera ein bisschen kleiner. Braucht eh keine Sau. Oh, so ist gut. So. Da ist er hochgefahren. Sehr gut. Übrigens habe ich jetzt auch das Originalbild, was ich bearbeitet habe für für die Auflösungsanzeige von meinem Raspberry Pi 4, auf dem jetzt OBS läuft. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, guckt euch die letzte Folge an. So, hier machen wir jetzt wieder Terminal auf. Wechseln in LCD-Show. Und sagen jetzt LCD nein. Muss ich mal kurz gucken.
Doch, das war voll richtig. Es gibt zwei verschiedene Arten. Und zwar gibt es einmal LCD, bla bla bla. Also in dem Fall hier LCD 35, also 3,5 Zoll. Und dann gibt es auch noch MHS. 3,5 Zoll und 3,5 Zoll Version B. Man kann die Version probieren, weil die arbeitet etwas performanter, weil die bestimmte Geschwindigkeitsfeatures nutzt, was die Anzeige schneller macht. Für den Fall, dass das hier nicht funktioniert, muss man halt die klassische LCD-Version benutzen. Wir probieren also erstmal die MHS-Version. Das geht dann also entsprechend MHS. Und dann 35. Show. B brauchen wir nicht. Könnte man auch noch probieren. Für den Fall, dass das nicht funktioniert, können wir auch noch die B-Variante probieren. Das Problem ist, was wir jetzt haben werden, wenn das nicht funktioniert, dann kommen wir von der Grafik her nicht mehr rein. Weil in dem Moment, wo das Display aktiviert wird, wird das HDMI deaktiviert. Das heißt, man könnte jetzt noch SSH aktivieren. Sodass, wenn man grafisch nicht mehr reinkommt, man noch diesen SSH-Zugang hat. Das geht ganz einfach über Einstellungen, Raspberry Pi Configuration. Ja, und dann sagt man hier Schnittstellen, SSH aktivieren. Alles andere kann deaktiviert bleiben. Genau. So. Jetzt braucht er ein bisschen, weil er intern SSH aktiviert. Können wir auch mal gleich mal probieren. SSH Localhost und es klappt wunderbar. Ja, Passwort immer gib ihm und direkt wieder rausgehen. Funktioniert also. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere ID wissen, unsere IP wissen, das ist die 102, also hinten, ne, also 192, 186.2.102. Die müssen wir uns also merken, für den Fall, dass es schief geht. So, jetzt versuchen wir es einfach mal. Bam. Und merken direkt, aha, keine Berechtigung, dies, das, Ananas. Dann brechen wir das Ganze doch mal ab, weil das, woran es liegt, ist natürlich klar, wir müssen das Ganze als Root ausführen. Also mit sudo vorher. Und schon klappt das Ganze auch. So, jetzt installiert der Sachen, die er braucht, um halt dieses LCD ansteuern zu können und noch so diverse Background-Sachen. Zum Beispiel installiert er hier auch Frame-Buffer-Kopie. Oder auch nicht. Ist doch die MHS-Version. Okay. Aber schon. Weil früher haben diese Tools auch gerne mit diesen Turbo-Frame-Buffer, also FB-Turbo oder Turbo-FB. Und FB-Kopie gearbeitet. Oder hieß es FB-Cut? Irgendwie sowas. Ach hier, FB-CP. So hieß das Ding. Okay, das Arbeiten macht das übergibt. Interessant. Und damit, also was diese LCD-Dinge halt machen, weil der Raspberry Pi kann sein Videosignal nicht direkt an das FBI, LCD senden. Sondern es wird quasi ein kleiner X-Server gestartet, der seine Ausgabe einfach an ein Dummy-Device quasi schickt. Und dieser X-Server wird dann quasi abfotografiert oder abgefilmt mit dieses FBCP, also Frame-Buffer-Copy. Und diese Kopie wird dann umgewandelt als LCD-Signale an das LCD gesendeterweise. So. Aha. Siehst du, jetzt ist für uns die Aufgabe stehen geblieben. Und unser Raspberry Pi. Jetzt hält er gerade gar nichts mehr. Gerade eben hat man weiße Schrift gesehen. Aha, sieht man schon. Mausfall. Oh Gott, ist ja hier. Ziemlich hell. Ah, man sieht genau gar nichts. Und mal hier nochmal ganz kurz hier. Ah, Helligkeit. Oh, hier sieht man etwas. Ah ja, eher weniger. Aber man sieht schon, woran, was
ne, also man sieht, das LCD-Display gibt Bild. Was man da jetzt genau sieht, sieht man eher weniger. Dafür ist die Kamera scheinbar doch nicht so gut geeignet. Ich kurz hatte, mal gucken, ob ich hier ein bisschen was einstellen kann. Wow. Okay. Das erinnert jetzt von der Grafik her an irgendwie ein Survival-Game. Ist nicht das, was wir wollen. Das macht das Ganze nur noch heller. Interessant. Nee, ist tatsächlich einfach zu hell für eine Raspberry Pi, für die Kamera. Schade. Aber man sieht auf jeden Fall, es wird Bild angezeigt. Und ich kann auch die Maus bewegen, was man hier vielleicht jetzt ein bisschen sieht. Funktioniert also wunderbar. Ich kann es hier auch Ordner öffnen. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich eher weniger. Ah, ja, jetzt seht ihr nur noch weiß. Das heißt, wir wechseln mal ganz kurz. Ich versuche mal einen SSH-Server, VNC-Server drauf zu starten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal per VNC, wir gehen jetzt per SSH rein, um dann einen VNC-Server zu starten. So wird ein Schuh draus. Das heißt, wir gehen noch mal hier hin. Ach, schau mal einer an. Okay, dieses MHS-Skript macht tatsächlich doch auch LCD. Wow, das heißt, ich sehe jetzt sowohl auf dem LCD als auch hier über HDMI was. Ist das neu oder habe ich das bisher einfach nur übersehen? Oder so. Cool, da haben wir doch alles, was wir brauchen. Ja, natürlich jetzt auch von der Auflösung her wesentlich kleiner, logisch, weil es ist ja jetzt nur noch die LCD-Auflösung und die ist 480 mal 360 oder irgendwie sowas. Können wir mal ganz kurz hier nachgucken. X-RandomR. Ja, bitte auch richtig schreiben. Okay, 480 mal 320 sogar. Also, ist das 4 zu 3? Nee, doch, 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 es müsste 4 zu 3 sein. Genau. So, damit hat quasi jetzt unser LCD das Signal, halt das Bild. Und wir haben jetzt ein wunderschönes kleines Handy. Und wir könnten jetzt auch, ich versuche mal hier ganz kurz, so. Ich mach mal. Ja. Aber jetzt habe ich Inception, weil ich hier die Vorschau laufen lassen habe. Also die. Das Ding? Nee. Doch, genau das Ding habe ich hier laufen, auf dem linken Bildschirm. Mache ich mal lieber weg. Verwirrt nur. So. Mein guter 2B2T-Server. So. Hast du denn mein Hund schon wieder? Wait a second. Hat schon wieder Komplexe. So. Er passt jetzt sogar trotz Skalierung rein, weil einfach die Auflösung so niedrig ist. Ich bin aber echt überrascht, dass die HDMI Capture Card so eine niedrige Auflösung verarbeiten kann. Weil ich war mir sicher, dass bei Amazon stand, dass die HDMI Capture Card keine Auflösung unter VGA verarbeiten kann. Also 640 mal 480 ist das geringste, was sie verarbeiten kann. Aber die Auflösung ist ja noch weit drunter. Und trotzdem kommt die HDMI Capture Card damit wunderbar klar. Nice. Finde ich korrekt. So. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier unser Raspberry Pi. Und den kann ich jetzt halt auch per Touch bedienen. Also hier dieser so kleiner Stift. Kann ich jetzt hier physisch auf den Raspberry Pi runtertatschen. Und man sieht jetzt hier schon da den zweiten Cursor. Also die einzigen Cursor. Meine Maus kann ich auch nutzen. Jetzt nutze ich hier die Maus. Und jetzt nutze ich den Stift. Und das macht beides exactly the same.
Yay, bitte nichts markieren. Ja, das heißt, ey, jetzt gerade sieht die Kamera sogar ein bisschen was. Ah ja, raus. So, das heißt, das funktioniert schon mal alles. Ja, es ist jetzt ein eigenständiges Gerät, das komplett selber klarkommt. Klar, man kann natürlich über diesen USB-Dongle das Ganze auch mit einer Tastatur und Maus bedienen, was natürlich auch ein bisschen angenehm ist, weil es gibt dafür natürlich auch Bildschirmtastaturen, also, so dass man dann halt keine Tastatur eingeblendet bekommt, auf die man dann halt mit einem Pen drauf rumdrücken kann, wie auch bei Handys, ja. Ne? Aber ich meine, das Display ist so schon so klein. Und wenn dann auch noch das gesamte Bild mit der virtuellen Tastatur voll ist, natürlich auch ein bisschen blöd. Deswegen arbeite ich persönlich lieber mit so einer USB-Maus und USB-Tastatur über so einen Dongle. Und mit dem Batteriepack hält das Ding mehrere, viele, viele Stunden. Also, ich sag mal jetzt mindestens 5 Stunden oder irgendwie sowas. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und damit ist das Ding schon ordentlich potent, um als mobileste Voice zu gelten. So, dann können wir jetzt mal ganz kurz einen USB-Stick reinstecken in das Gerät und gucken mal an, was die Multimedia-Fähigkeit anbelangt. Einmal öffnen. So, dann sagen wir mal. Machen wir mal das hier. Und machen mal das hier mit voll 10 Meter Player. Was anderes ist gerade sowieso nicht drauf. Vollbild. Ah, bei der Kamera sieht man es eher weniger. Aber man sieht, das läuft wunderbar flüssig. Funktioniert doch. Sehr nice. Klar, man könnte jetzt natürlich auch noch Mindtest installieren und aber ich glaube mal auf dem kleinen Display Mindtest spielen. Ich meine, man hat das schon gesehen in der letzten Folge mit 640 mal 480 Pixel, nee, 640 mal 360 Pixel war schon arg problematisch und das ist jetzt in der Breite noch mal weniger. Also, ich glaube mal, da hat man mit Mindtest spielen nicht so ein Vergnügen. Aber so, ich sage jetzt mal, als reiner Medienplayer zum Beispiel oder halt um Videos zu gucken. Ich meine, das Display hat ja zumindest, wie gesagt, 3,5 Zoll. Also wie früher Handys. Na gut, Handys waren noch kleiner. Aber wie so die ersten Smartphones, die hatten ja auch so um die Größe. Und da hat man auch Videos geguckt. Das heißt, auf dem Ding kann man noch locker Videos gucken. So wie jetzt gerade das mit der Spider, Lukas Spider. Und 720p, 60 FPS schafft das Gerät auch locker. Was machen wir dann da mal als Test rein? Zum Beispiel machen wir mal. Was habe ich denn hier alles drauf? Das sieht gut aus. Okay, hat kaum Bewegung drin. So, hier mal raus hier. Ups. Was hätte dann. Ah, das hier hat ein bewegtes Bild. Und wie man sieht, 60 FPS, kein Problem. Ich hoffe, man erkennt hier, dass es flüssig läuft. Ich kann mal ganz kurz gucken, wenn ich die Kamera ein bisschen näher rannehme, ob man das ein bisschen besser kennt. Also man erkennt zumindest, dass es flüssig läuft. Ist auch schon mal was. So. Jetzt können wir natürlich auch noch gucken, dass wir mal das Audio umgeschalten bekommen. So. Machen wir dich mal weg hier. Ich mache mir auch mal weg.
Auf was bist du dann? Du bist. Okay, das wird bereits über HDMI wiedergegeben. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier bei OBS reingehen und mal gucken, ob ich dem HDMI sagen kann. Dass meine Audioquelle. Ja gut, dann hört man mich aber nicht mehr. Muss ich mal kurz gucken hier. Nee, gut, lass mal einfach. Beziehungsweise können wir das Ganze auch mal so umstellen, wie man es ja normalerweise macht. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach, er soll das Ganze über den Kopfhörerausgang geben. Ja. Und können da jetzt ein wunderschönes Kabel anschließen. So. Und so. Dann sollten wir gleich Sound haben. Normalerweise kommen da natürlich Kopfhörer rein, klar. Meine Musikanlage darf jetzt mal Kopfhörer spielen. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Du warst. Was warst du denn? Da warst du. Normalerweise würde ich jetzt erstmal MPV installieren. Ich hasse den vollsten Media Player. So, machen wir mal hier irgendwie so. Achtung! Okay, reicht das aber auch? Also man sieht, es funktioniert wunderbar. So, bitte einmal weg mit dir. So, das einmal dazu. Kommt der Audio wieder weg. Switch, switch, switch. So. Falsche Maus, bitte einmal dich. So. Und wieder zurückschalten auf HDMI, wobei die brauche ich gar nicht. Ist so ganz gut. So, dann werfen wir mal den Stick wieder aus. Voila. Hütchen, das dazu. So richtet man ein kleines Gerät ein mit LCD-Display. Dann können wir das Ding hier wieder runterfahren. Und wie man gesehen hat, auch ohne die ganzen Sprachpakete, die runtergeladen werden müssen, ist das Ding trotzdem erstmal Deutsch. Klar, manche Programme haben jetzt kein deutsches Interface, sondern halt ein englisches Interface noch. Aber die meisten Programme, sowie das gesamte User-Interface und so, das ist jetzt mittlerweile schon Deutsch. Wenn man sagt, es soll Deutsch sein, dann ist es das auch. Komm mal raus, du blödes Kabel. Geht doch. So. Schwuppsdawupps. So. Okay, Audio funktioniert noch. Sehr gut. So. Ja, irgendwie so. Du kannst weg. Meine gute Funktastatur. Komm weg. Yuchen. Ja, renne mit dir. So. Und schon habe ich einen mobilen Raspberry Pi. Den ich morgen mit zur Arbeit nehmen kann oder mit angeben kann. Garantiert nicht. So. Okidoki. Dann soll es das damit doch erstmal gewesen sein. Und dann sieht man sich alsbald wieder. Ja. Genau.
So, also einmal das und du kommst wieder nach da hinten, um die Ecke mit dir. Verdient. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, kommt heute zum letzten Mal Funny Ende. Also Funny End. Von daher genießt die Show ein letztes Mal.